Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Whoops! Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. In der letzten Folge haben wir uns noch ein wenig in Midgar umgeschaut und kümmern uns jetzt hier um neue Missioni-Linies. Das Problem ist, dass die richtig, richtig asozial hier sind, die Kollegi-Linies. Und wenn man richtig, richtig, Alter, Pech hat, dann kriegt man da ordentlich auf der Deckalu. Denk dran, Vita ist das zweite von rechts. Wow, ja, ne, die haut natürlich rein. Ich meine, ich verstehe das auch, dass der Schaden der Granate dann etwas höher ist, weil es ja nun mal auch etwas ist, welchem man leicht ausweichen kann. Voraussetzung dafür ist aber natürlich die Tatsache, dass man auch die Möglichkeit kriegt. Und das war hier stellenweise in der letzten Folge sehr, sehr schwierig. Ich war aber auch oftmals sehr, sehr im Rausch, hatte stellenweise dann auch die Unverwundbarkeit und war mir dann gar nicht bewusst, dass ich wieder verwundbar bin, ja. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. So, dann, ja, okay. Oh, ja, sie sollten dann, das ist natürlich geil, ne, wenn die dann, okay, schulfrei wieder, die dann, wenn ich dann mit der Wirbelattacke dann auch die guten Kritz rausbringen kann. Magische Resistenz. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, ob das vielleicht, ob eine Handgranate als Magie zählt, wahrscheinlich als AP, ne? Aber gibt es denn sowas wie AP-Resistenz? Das dann vielleicht der Radix oder so. Moment. Das ist aber auch diese... das war sehr, sehr schön. Diese Resistenzen, die halten aber auch immer nicht so viel, ne? Ja, sehr gut. Oh, nee, ich dachte, der andere wirft die Granate. Hat der jetzt wieder einer geworfen? Ja. Sehr, sehr schön. Ja, das ist super, ne? Kriegt man dann so ein bisschen wie bei... bei Dark Souls und anderen Games so Unsterblichkeitsframes. Einfach, wenn man im richtigen Moment die Rolle einsetzt. Aber dann kostet es jetzt natürlich AP. Aber auch dann vergleichsweise sehr, sehr human, dass die AP-Kosten so gering sind, ne? Hängt aber vielleicht auch immer vom Gegner ab. So, wenn du jetzt ganz normal rollst, brauchst du nur ein AP. Aber vielleicht so je nachdem, wie umso stärker der Gegner ist, umso heftiger musst du dann dein Schutzschild opfern, oder so könnte ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall haben die jetzt hier ordentlich kassiert. Ich werde jetzt hier dementsprechend mal schnell mir ein Etherli, Gönnerlin, und ja, kommt direkt eine Portion. Ich habe ja eine Phönixfeder, also scheinbar muss ich die dann doch equipieren, was Sinn macht, weil ansonsten würde man die ja dann... Das verstehe ich sehr gut. Man möchte sie ja dann vielleicht für spezielle Kämpfe einfach einsetzen. Wenn die sich immer automatisch sofort selber einsetzen würde, wäre das natürlich sehr, sehr bitter. So. Also wir könnten noch hier unten lang gehen, nehme ich an. Bin jetzt besonders vorsichtig, ne, weil wir wissen ja, dass wir dann, wenn ich dann jetzt hier zurücklaufe, werde ich den Kampf dann auch nochmal triggern, was nicht so geil ist. Sind ja eigentlich immer dieselben. Sollte eigentlich gehen, zumal wir jetzt hier auch zwei haben, Handgranata, ja, und wie gesagt, das wäre so geil natürlich, wenn sie an ihrer eigenen Granata verreckerlin würden. So, schön MP frei. Ja. Nein. Nein, sag ich. So, oh, MP frei ist schon wieder vorbei, würde ich sagen. Das ist der Radix da. Hat er geworfen? Ja, er hat geworfen. Mann, ey. Muss man wirklich darauf achten. Verfehlt hat er auch noch. Sehr, sehr gut. Gibt's jetzt vielleicht eine Kiste? Nee, leider nicht, ne? Ja. Und das ist, wie gesagt, so das, was mich eher dann so auf Dauer bei Crisis Core genervt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht dadurch, dass ich das aufnehme, ein bisschen interessanter, angenehmer ist, weil ich ja, wie gesagt, rede. Aber so, wenn du das wirklich alleine Stunde um Stunde machst, was du ja machen kannst. Du kannst dich ja wirklich sehr, sehr lange damit beschäftigen. Diese Missionen wurden natürlich auch absichtlich so konzipiert, weil man halt, das Thema hatten wir ja auch schon bei fucking KH358. Diese Spiele wurden ja nun mal für Handhelds gemacht und Handhelds sollen dich ja in erster Linie bei der Stange halten, während du draußen bist, ne? Und da kannst du dann halt, wobei ich das auch schon wieder für ein bisschen zu, wie sagt man, übertrieben halte, zu sagen, ja, ne, du kannst bei PSP spielen, kannst du ja dann immer so eine Mission unterwegs
während der Busfahrt oder der Zugfahrt machen. Ich weiß nicht, hatte ich vielleicht einfach die falschen Fahrten oder so? Meine Bus- und Zugfahrten gingen immer nur so maximal 15 Minuten oder so. Es sei denn, der Verkehr war ein bisschen ungünstig oder so, dann klar, dann waren es auch gerne mal 20 Minuten, aber ansonsten deswegen, und zumal mir auch beim Autofahren, Busfahren, wenn ich das nicht regelmäßig mache, schlecht wird. Gut, das ist ja natürlich meine eigene Problematik, klar. Aber, ne, wenn du dann nicht gerade irgendwie, immerhin konnte ich mich schnell auf Rafalin. Wenn du nicht gerade irgendwie in den Urlaub fährst oder so, da, das ist natürlich dann geil, ne, wenn du dann irgendwie vielleicht, ja, da war doch eine Granate im, Flieger sitzt oder so, aber ansonsten, und dann, das ist so das Ding, ne, dann hat man das halt auch einfach zu Hause in erster Linie gespielt, und wenn du das dann mehrere Stunden machst, kann das schon ein bisschen eintönig werden. Ich habe Crisis Core auch so ein bisschen, Crisis Core und Birth by Sleep in der Schule gespielt, in den Pausen oder wenn man mal Freistunde hat und so weiter. Okay, kam schon vor, aber in erster Linie habe ich es dann doch zu Hause gespielt. Ich meine, das ist auch nett, wenn du dann vielleicht mal irgendwie, vor allem jetzt im Winter oder so, eingekuschelt irgendwo dann sitzt. Nebenbei läuft dann vielleicht noch der Fernseher oder so. Ne, das ist ja so das Ding. Man kann ja auch nebenbei irgendwie noch was anderes machen. Chatten oder so. Also Voice-Chat-mäßig habe ich das auch mal gemacht. Aber ja, ich finde, das kann ja nicht die Wiese sein, dass man sich sagt, ja, das Spiel muss ja nicht gut sein. Wenn du Probleme mit einem Spiel hast, dann hast du halt nicht die passende Nebenbeschäftigung dir rausgesucht. Das ist ja auch schwachsinnig, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Granate ist wieder... Nee? Doch jetzt... Ja, lololololol. Gut, dass ich nicht in die 2 gerollt bin. Ja. Das ist... Seht, pass auf. Da. Muttergefickte holocaustianische Auschwitz. Bing, Kack, Fick, Arsch, Ficker, Scheiße. Ja? Das ist es nämlich. Das ist es. Was soll ich da tun? Aber, meine lieben Freuds, habe jetzt natürlich leider die Objekte verloren, aber, ich drücke mal die falschen Tasten hier, ich bin Level 9. Das bedeutet, ich steige. Das heißt, wir machen alles richtig. Im Endeffekt trainiere ich sogar mehr, als ich trainiert hätte, wenn ich alles am Stück schaffen würde. Das Ding ist, wie gesagt, dass ich weiß jetzt, dass an den Ecken nichts ist. Aber ich vermute, wie gesagt, immer noch, dass ich ja bewertet werde. Ups, ja, da war der Cursor immer noch auf Vita. Ich meine, wir haben bisher nur eine Mission gemacht, aber das war halt auch so eine Tutorial-Mission. Deswegen weiß ich nicht, ob die ähnlich gleichgesetzt ist mit richtigen Missionen. Wenn sich natürlich herausstellt, dass man gar nichts davon hat, werde ich natürlich in Zukunft direkt das Ziel anstreben, ist ja klar. Aber für die eine Mission sollte man dann vielleicht doch nochmal versuchen, das dann durchzuziehen, ey. Ja, das ist dann, wie gesagt, das, wo man dann vermuten könnte, okay, das ist jetzt im Remake, Remaster vielleicht ein bisschen anders. Ja, naja, ne? Mein Plan war es ja eigentlich auch, mir das zu holen. Aber da das ja dann wahrscheinlich parallel mit der PS5-Version rauskommt und so weiter, ich weiß nicht, du. Man müsste sich ja früher oder später dann doch eine holen. Wegen Remake Part 2. Da hat man ja jetzt circa noch 1,5 Jahre Zeit. Problem an der Sache ist, dass man kommt ja gar nicht an die Scheiße ran, ne? Hatten wir ja hier auch bei Persona Innocent Sin die Thematik behandelt, dass wegen den sogenannten Scalpern, da gab es ja am Anfang des PS5-Releases Leute, die sich dann mehrere PS5s gekauft haben, die den Laden dann quasi leer gekauft haben, damit sie die dann für noch teurer verkaufen können, weil sie ja dann, wie gesagt, die einzigen Anbieter sind. Zuzüglich hatten wir natürlich noch die Plandemie. Das Lustige damals war ja, dass es kaum PlayStation 5 Spiele gab und eigentlich hat sich da jetzt nicht wirklich viel geändert. Ich glaube wirklich, dass wir uns da noch im guten zweistelligen Bereich befinden, oder? Wie viele PlayStation 5 Spiele gibt es denn mittlerweile? 20 oder so? Also an und für sich die Existenz der PlayStation 5 und auch dieser neuen Xbox ist komplett zu hinterfragen, komplett geistig behindert, ja. Aber ja, mittlerweile weiß man ja, das eine oder andere wird dann irgendwann rauskommen.
Und man möchte das natürlich spielen. Klar, man könnte sich das theoretisch auf, ja, mach's mal richtig spannend, auf YouTube und so weiter anschauen. Aber es gibt dann doch ein, zwei Spiele, die würde ich dann schon gerne selber spielen wollen und so weiter. Und ja, wie gesagt, jetzt hast du natürlich das Problem, I'm trying. Dass du kaum rankommst und die Preise sind auch noch gestiegen. Ich glaube, die hat ja mal, hat er auch standardmäßig 400 gekostet, aber mittlerweile kostet die PlayStation 5, glaube ich, 500 oder 600 Euro. Also so, ich hatte das letzte Mal vor 2 Monaten oder so nachgeschaut, einfach mal aus Langeweile nachgeguckt. Da hatte ich ja eine gute finanzielle Idee, aber das ist auch wieder gefloppt. Ne? Ihr wisst ja, langjährige Fans wissen ja, dass ich hier und da mal versuche, mit LOL-Accounts Geld zu machen. Und ja, da hatte ich eine neue Strategie, ist aber dann tatsächlich auch gefloppt. Kannst ja mal wirklich ganz kurz, es ist ein alter Hut, deswegen, ich will ja jetzt Leute, die schon länger auf meinem Kanal sind, nicht damit langweilen. Ich erzähle das auch auf regelmäßiger Basis auf meinem Telegram-Channel. Es gibt halt bei LOL, kennt sich ja nicht jeder mit diesen Spielen aus, deswegen sage ich es mal hier, es gibt bei kompetitiven Online-Spielen ja immer Ranglisten, Gold, Silber, Bronze, Platin, was auch immer, und du kannst dich natürlich hochspielen und wenn du dann diese hochgespielten Accounts vertickst, kriegst du viel, viel Geld. Aber bei LOL gibt es natürlich auch eine Liga, die so scheiße ist, dass man quasi richtig scheiße sein muss, absichtlich verlieren muss, um da reinkommen zu können. Und da war es vor einigen Monaten noch so, dass man dann für so einen Account bis zu 500 Euro kriegen konnte. Und das ist natürlich interessant, weil ja, du hast dann quasi, wenn du dich ranglistenmäßig bis nach ganz unten hast verprügeln lassen, du hast für den schlechtesten Ranglistenplatz 3-4 Mal mehr Geld gekriegt als für den höchsten Ranglistenplatz. Und verlieren ist natürlich definitiv einfacher als Gewinn. Und wenn du so wie ich sowieso dann immer am laufenden Band verloren hast, weil deine Teamkameraden einfach scheiße waren, das ist ja ein 5 vs 5, habe ich es dann einfach mal gemacht. Und ja, ich habe noch nicht mal 100 Euro dafür gekriegt. Aber ja, ich hatte dann mal den Plan gefasst und dachte mir, naja, also das würde mich arbeitstechnisch so, ja, auch so 100 Stunden kosten. Wenn ich für 100 Stunden 500 Euro kriegen würde, dann könnte ich mir ja dann eine PlayStation 5 oder so holen, ja, aber ist wie gesagt alles leider gefloppt, deswegen wüsste ich jetzt spontan auch selber nicht, wie ich an eine PS5 rankommen soll. Da würde es sich vielleicht sogar noch eher anbieten, wenn man einfach noch 2-3 Jahre wartet, bis das dann auf Steam rauskommt, weil mein PC gut genug sein sollte. Problematisch wird es dann aber natürlich nur mit meiner Mutter, weil die will das ja auch sehen. Und da würde sich ein großer Wohnzimmerfernseher natürlich eher anbieten. Aber okay, das ist mal so viel dazu. Wie gesagt, wir werden dann vielleicht hier und da nochmal über das Remake reden. Jetzt kümmern wir uns natürlich aber erstmal um die Mission. Wir sind jetzt hier definitiv besser am Stisse. Ja, ich sollte sich jetzt aber mal einen Zoma nehmen. Und man könnte sich jetzt auch die Phönixfeder gönnen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier, dass man das kaufen kann. Es könnte halt nur sehr, sehr teuer sein. Okay, hier ist es schon mal nicht drin. Ja. Dann vielleicht doch für den Boss, ich weiß es nicht. Es gab auf dem normalen Schwierigkeitsgrad den einen oder anderen Boss, Story-Boss, der mir schon zu schaffen gemacht hat, weil der natürlich auch mit Zustandsveränderungen zu tun hat. Ich gedenke da, ich glaube in erster Linie war es Genesis. Ich glaube, gegen den kämpft man mehrfach. Ich weiß jetzt nicht, welcher Kampf das war, aber das wäre beispielsweise einfach ein Boss, wo ich sagen würde, ja, also, ne? Aber ja, an und für sich werden die VR-Missionen irgendwann härter sein als der Story-Modus. Das ist halt wirklich eigentlich der eigentliche Kern des Spiels. Man muss halt Bock drauf haben, ne? Es ist halt sehr, sehr fucking grindlastig, aber ja, man muss halt wie gesagt ein bisschen ruhig spielen, hoffen, dass der Sephiroth, der heiße Sephiroth um die Ecke kommt. Aber es ist leider nur eine Attacke gegen eine Person, ne? Ah, Stufe 1, warum denn? Das ist ja richtig dumm, ne? Da gibt es ja auch unterschiedliche Stufen bis Stufe 5. Stufe 5 hätte jetzt definitiv einen penetriert. Guck mal da, da ist eine Kiste.
Eine schöne, schöne Kiste. Kisterli, Kisterlu. Aber ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass ich da wenigstens... Ja, kriege ich sogar noch eine Portion. XP-technisch nix verliere. Das war mir auch nicht bewusst. Das ist so gut, ey. Ist das vielleicht mein Missionsziel, die Kiste zu erreichen? X-Portion, ne? Tatsächlich nicht. Okay, ja, dann kann es ja im Grunde nur noch da oben rechts sein. Ja, 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 ja. Bam, bam. Ach so, deswegen habe ich AP-Probleme, weil ich immer die Wirbel hatte. Ja, das habe ich mir jetzt auch ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich sagen. Der Schaden ist richtig behindert. Aber ist, wie gesagt, gut, wenn die natürlich alle... Wow! An derselben Stelle sind. Hör mal auf jetzt hier, ey. Ja, genau. Reicht mit deinem... Das ist ein Tonfa, was die da haben, ne? Ist ja interessant. Achtung, Achtung. Hat jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, ich bin gerade wieder so drin. Ja, ja, Handy hat geklingelt. Komm schon, die... Die Mission beenden wir jetzt aber noch, würde ich mal sagen. Ah, greife ich wieder beide gleichzeitig an hier. Was natürlich nicht so fein hier ist. Oh, habe ich die Granate jetzt noch... Ja, oder? Okay. HP frei! Ja. So. Da habe ich ihn aufgeschnipperlied. Ob das so gut ist? Ich dachte, wir brauchen die Einheit noch für die gute, normale Bevölkerung. Ist natürlich dann dumm, wenn ich hier alle pintriere. Schade, ich dachte, ich komme rechtzeitig weg. Deswegen habe ich absichtlich nicht geholt. Aber ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr rollen. Ja, dreimal noch, glaube ich, weil ich kaum noch AP habe. Ja, ja. Okay, jetzt wird's interessant. Geh mal weg. Muss ich jetzt aufpassen, ne? Ja. Ja, ja, ja. Jetzt wird's schwierig. Ich könnte, wie gesagt, notfalls noch ein Elixier nehmen. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt hier. Aber Elixier ist halt, kann ich auch noch nicht kaufen, ne? Für die Mission jetzt nochmal zu machen. Naja, warte einfach, bis sie werfen. So, der. Nein! Falsch, falsch. Ah! Ah, kann wenigstens hier mal einer irgendwie verreckerlin? Ja, nimm den. Heilen. Ja, 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 alles okay, alles okay. So, dann dich wieder so ein bisschen. Sehr, sehr gut. Ja, ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir ohnehin. Nein, weg. Zack. Wieder geworfen. Ah, nee, der andere war das. Zack, zack, zack. Die haben wahrscheinlich noch volles Leben, ne? Zack. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich sie. Ja. Hm. So. Dann kann ich mir jetzt nämlich noch ein... neues Soma kaufen. Ja, lass mal direkt 3 kaufen. Wie viel Ether habe ich noch? 5. Ja, das ist okay. Wäre sicherheitshalber auch eine Portion, würde ich sagen. Soma. Ja, da können wir auch 2 nehmen, so sicherheitshalber. Falls ich wieder die Wirbelattacke spammerlin will oder so. Ja, ne, VR-Mission teilweise schwieriger als die Story. Weil du ja hier auch nun mal viele, viele Kämpfe aushalten musst. So, denk dran, Dreieck, Dreieck, Dreieck. Da habe ich aber auch wieder Gefresserlied hier. Ja, ja. Ich meine, wenn der hinten bleibt. Granatas. Nein, jetzt nicht den anderen angreifen. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Da hat er ja tatsächlich mir nochmal eine gegeben hier. Der Schuft. Ist auch interessant, dass die ja auch nun mal wirklich, dass es nicht unterteilt ist in, ja, der eine greift physisch an, der andere wirft nur Granaten, sondern die haben jetzt hier halt wirklich ihre 3 Attacken. Und dann musst du halt nun mal auf diesem Schwierigkeitsgrad auch wirklich eiskalt, tiefgründig beobachten und schauen, was die Wichtig-Linies denn nun machen, ey. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Aber ich finde, so ein bisschen, um Spaß behalten zu können, soll ich dann vielleicht auch ein bisschen Gewinner lies, Gewinner loon. Und ich finde auch so, dass ich mir wieder so ein bisschen... Das war vielleicht ein bisschen unnötig. DBW-Action verdient habe, ja. Das war sehr, sehr gut. Ja. Zack, zack.
Immer schön betäuben, wobei das, ja, okay. Da sind sie simultan explodiert, auch nicht schlecht. Hier, jetzt hier eine schöne Drehattacke, ja. Zack, zack, der eine steht mit dem Rücken zu mir. Passiert besonders schön. So ist das schön. So gefällt mir das, zack, zack. Aber es kostet natürlich eine Menge AP. So, Granate habe ich gesehen, ja, ja. Wie wäre es, wenn da vielleicht der ein oder andere mal von euch... Was habe ich gesagt? Ja, schießen? Tonfa? Danke. Schießen, Tonfa. Granate. Ja doch, drei. Nee, wäre so, als hätte ich jetzt vielleicht doch noch eine vierte Attacke vergessen oder so. Da sind wir auch wieder ein bisschen im Rausch. Bitte bringen sie um, ey. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor, dass sie es eventuell wagen könnten, ganz zum Schluss noch eine spezielle Einheit hinzuballen. Oder so, vielleicht eine von den Roten. Ich glaube, die gab es hier auch, ne? So der dann irgendwie so einen fucking Flammenwerfer oder so hat. Das wäre natürlich unangenehm. Also würde ich mal sagen, gehen wir dann hier nochmal sicherheitshalber shoppen. Das ist wirklich so gut, ey. Wenn man das... Das war mir nicht bewusst. Wenn man das nur außerhalb der Mission machen könnte, man wäre ja so fucking aufgeschmissen, ey. Eta, Soma. So, okay. Ja doch, Dreieck. Nach oben. Da, da steht er. Ja, der hat einen roten Schal. Das ist vielleicht der, den wir da draußen gesehen haben. Dialog kommt auch nicht nochmal. Okay. Das sind sogar zwei. Ah, la la. Okay, 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 okay. Okay, ja, ja. Immer sicherheitshalber volles Leben, volles Leben. So, du greifst an. Wenn man richtig geil ist, dann merkt man sich auch vielleicht noch, wer wann angegriffen hat. Aber es durch die eigene Interaktion verzögert sich das natürlich auch so ein bisschen. So, MP frei. Ja. So, da hat er nicht getroffen. Alter. Holy fucking Holocaust, ey. Wirbelattacke ist einfach, dauert zu lange, muss ich sagen. So, ich muss mich definitiv auf einen fokussieren, oder? Ich meine, wenn der Blitz... Oh! Alter. Wenn der Blitz alle treffen würde, wäre das natürlich auch sehr geil. Ich muss mich auf meine DBW verlassen, würde ich sagen. Alter. Ihr seid einfach... Ihr seid zu krass, muss ich sagen. Ihr seid einfach... Das ist das, was ich meine. Und da bildet der... Würde der sich jetzt was drauf einbilden, ja? Ah, ich bin nicht zum Heilen gekommen, wenn er... Ja, danke schön. Wenn der Holocaust-Spasti mit seiner Vierer-Abdullah-Gang mich ja hier penetrieren würde, ey. Oh, bitte penetriere irgendeinen. Mach es Stufe 5. Nee, Stufe 2, ey. Alter, Leute, das ist heftig. Ich hab echt Schiss, ne? Jetzt so auf den letzten Metern. Okay, der da muss dran glauben. Der hat sehr, sehr viel kassiert. So, Granata. Ja, vielleicht kann ich es doch verstehen, dass Zack am Ende gestorben ist. Er hat auch auf Schwierigkeitsgrad hart einfach gespielt. Der Story-Modus war auf Schwierigkeitsgrad hart, okay. Alter. Ja. Ja, danke. Ja, noch schön... Schön Kritz rein. Okay, ich habe wieder arrogant. Oh, arrogant, 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 arrogant. Okay. Pam. Pam. Oh, schön beide kassiert. Da irgendeiner, der da hinten hat eine Granate geworfen. Oh, jetzt kommt der Sephiroth. Wirklich, man hat doch echt so das Gefühl, als würde man von denen irgendwie gerettet werden, ne? Mann! Sephiroth, du Hurensohn. Ja, eigentlich war jetzt Aerith schon, mal ganz ehrlich. Fucking Aerith, ey. So, jetzt nicht... Wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone raus. Oh. Der Arroganz kickt wieder rein. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Alter, der zieht mehr ab. Kann das sein? Okay, jetzt haben sie die haben richtig... 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 Beschissene. Muss sie wieder in eine Linie kriegen. Die machen mir zu viel Stümperhaftiges hier. Alter. Nein, da wieso trifft der? Wieso trifft der? Heil dich.
Heilig. Nein. Nein. Guck dir den Scheiß an, Mann. Hört doch mal auf. Die roten Holocausties, ne? Die roten... Ja, aber das Ding ist, die treffen mich natürlich auch oft von hinten. Deswegen zieht das auch so viel ab. So, wieder einer weg. Ja, klar, dass die roten länger überleben, ne? Alter. Die Musik hat doch so ein bisschen was Mysteriöses, ne? Dieses Din, 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 das kennt man auch so ein bisschen von Tatort oder so wahrscheinlich. Es ist halt auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein fucking Krimi, ey. Junge, der harte Schwierigkeitsgrad. Ich bin baff. Ich bin richtig, richtig baff, ey. Das war jetzt, Leute, das war jetzt eine fucking Mission. Ne, ich rede jetzt schon so, als hätte ich es geschafft. Jetzt habe ich es. Eine fucking Mission. Und die sitzen jetzt hier bestimmt schon eine halbe Stunde dran. Das ist ja so lächerlich, ey. Puh, danach erstmal das Fenster aufmachen, ey. Das heutige Kräftemessen konntest du für dich entscheiden. Doch meine Männer waren allesamt grün hinter den Ohren. Keiner von ihnen hatte Kampfe. Okay. Es wäre ein Fehler zu glauben, das nächste Mal würde ein ähnliches Kind das Spiel. Alter. Shindra Schockabsorber erhalten. Okay. Alter. Ich bin so am Ende, ne? Ich meine, da ich ja jetzt hier mich nicht an die 3-Folgen-Regel gehalten habe, muss ich ja jetzt auch nicht einen hinterher machen. Ne? Ich glaube, ihr gönnt mir da so ein bisschen Pause, oder? Mal ganz ehrlich, erzählt mal, Leute, wer von euch hat es auf, ja gut, auf hart gespielt? Krieg ja sowieso keine Kommentare, aber wäre jetzt mal echt interessant zu wissen. Natürlich würde man auch hier wahrscheinlich wieder, wenn man danach suchen würde... Gibt es eigentlich hier ein Inn, wo man gegen Geld so ein bisschen dann sich heilen kann? Die übelsten krassen Mutterficker finden, ist mir schon klar. Aber ich finde das heftig und ich bin sehr stolz auf mich. So, ich habe es gerade kurz gesehen. Konzentration 40. Ja, wenn ich wüsste, was Konzentration ist, Mann. Ja, ich google es einfach. Das ist ja dann vielleicht ein bisschen einfacher. Aber 40 klingt natürlich schon sehr, sehr heftig, ne? Weil wir haben ja auch nur 21 und da 40 zu kriegen, ich denke, das hat sich definitiv gelohnt. Ich meine, guck mal hier, TP plus 10%. Ich denke, dass, ja, das wird sich schon wahrscheinlich definitiv lohnen. Ja, Leute, holy fucking Holocaust. Das war, wie gesagt, eine. Aber ich glaube, das war auch eine der etwas längeren. Ja, man könnte das jetzt normal machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das dann jetzt vielleicht nicht schaffe. Weil das ja, wenn das, es müsste ja nur 20% heftiger sein und dann wäre ich schon am Arsch. Ja, wir werden dann vielleicht dann, ich mag jetzt nicht zu viel raufklicken, da steht beispielsweise leicht. Ist halt aber auch die Frage, was sie unter leicht verstehen, ob mein Level mit berücksichtigt wird, ne? Ob da vielleicht nur leicht steht, weil ich schon überlevelt bin oder ob das so oder so dann einfach einen gewissen Schwierigkeitsgrad hätte. Oh, Rückkampf gegen Ifrit. Okay, ja, ne, also... In der nächsten Folge dann mehr spannende Missionen. Ich glaube, da muss man auch off-topic-mäßig, muss man da gar nicht irgendwie großartig sich Sorgen machen. Es ist ja so an und für sich schon spannend genug. Da hat man auch definitiv keine Zeit für Scherzeleien, würde ich sagen. Aber ja, wie ich es gesagt habe, ne? Der letzte Kampf, der hat jetzt nochmal richtig reingeböllert, ey. Holy fucking Holocaust, ja. War das diese Folge, wo wir uns über das Remake-Dings unterhalten haben? Nee, das war letzte. Ja. Wie gesagt, ihr könntet theoretisch immer mit irgendwas um die Ecke kommen und mich irgendwie fragen und dann reden wir darüber. So habe ich es ja auch bei Shin Megami Tensei Nocturne gemacht, aber es ist ja, wie gesagt, natürlich schwierig, wenn du kaum Zuschauer hast. Es würde sich so anbieten, aber ja, ist ja im Endeffekt eure Schuld. Ich meine, ich habe ja offiziell... 361, ja, also da könnte man schon definitiv mal die eine oder andere Frage stellen, aber ja, was soll ich sagen, wie wir ja vor ein, zwei Folgen in Erfahrung bringen dürfen, sind das ja überwiegend auch einfach geistig behinderte Leute, die immer jeden Tag frischen Content brauchen, weil sie mich ansonsten vergessen, von daher, ja,
Ihr müsst euch nicht angesprochen fühlen, aber ja doch, zu 99% müssen sich wahrscheinlich angesprochen fühlen. Aber wenn ihr dann doch zu diesen 1% die Linies gehört, dann ja, blendet es natürlich einfach aus. Aber das wisst ihr natürlich, dass, ne, ich, logischerweise kann ich nicht mich in jede einzelne Person hineinversetzen. Also fühlt euch da nicht angegriffen, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ihr genug tun würdet, ja. Aber, ja. Fakt ist, ich krieg kaum Kommentare. Das ist einfach ein Fakt, ne? Da kann man sich dann auch nicht rausreden. Von daher, ja. Was auch immer. Das muss jetzt auch nicht. Das war jetzt auch völlig unnötig, dass ich das jetzt hier nochmal gesagt habe. Wir sollten uns wirklich freuen. Wir sollten uns fucking freuen. Es war eine sehr, sehr, nicht nur sehr, sehr überzogene, sondern auch eine sehr, sehr aufschlussreiche, erfolgreiche Folge, ja. Oh Gott, ich habe wirklich fucking viel überzogen. Da müssen wir dann in Zukunft nochmal wirklich drüber nachdenken. Das ist ja heilige Scheiße, ey. War das jetzt krass. Oh mein Gott. Ja, sowas kannst du auch nicht in 20 Minuten schaffen, ey. Waren wir nicht sogar am Anfang dieser Folge schon mittendrin? Ah, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann nochmal verreckt bin, ne? Ah. Soll ich die Folge abbrechen, wenn ich einmal verrecke? Das kann es ja auch nicht sein. Aber ja, es ist heftig. Es ist wirklich, wirklich heftig. Es ist nicht einfach so, dass... Junge, ich hab das zweimal auf normal gespielt. Es ist was komplett anderes. Es ist wirklich... Ach, das... Krass, ey. Und ich dachte mir ganz am Anfang so, naja, gut, spielen wir mal auf schwer und... Naja... Das, ja, so ein bisschen, ne, und vielleicht könnte man ja noch einen noch höheren Schwierigkeitsgrad ins Spiel modden, sorry. Aber das kann ich mir nach dem heutigen Tag, nach dieser heutigen Folge, beim besten Willen nicht vorstellen, dass es dann noch härter zugange gehen kann. Aber ich bin sehr, sehr froh. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass dadurch, das verleiht den ganzen einzelnen stupiden Missionen wirklich nochmal so ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Gewicht, weil man einfach vor jedem Gegner Respekt hat. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.